Schreib sie oft, dass man Daniel das befragen. Ja, genau. Ne? So, deswegen, wenn du Geld erhältst, gib es lieber gleich ab. Bevor es dann komisch aussieht. Stimmt's, Mädels? Ja, oder ich muss mir einen Zettel das nächste Mal dazu legen. Immer kleine Quittung schreiben, eine Barquittung schreiben. Genau. Gibt es ja noch die kleinen Handzettelchen, die kennt zwar keiner mehr, glaube ich, mittlerweile, aber. Einen Block haben wir, glaube ich, noch da. Wir haben mindestens noch einen Block da. Macht nämlich am allermeisten Sinn. So, hallo und herzlich willkommen bei der. Was lachst du denn da so, Vicky? Wo bin ich hier eigentlich? Ich habe wirklich gerade überlegt. Wo bin ich hier eigentlich, im Irrenhaus? Oder sitze ich beim Arzt im Wartezimmer und warte auf meine Diagnose, dass ich bekloppt bin? Oder? Aber es ist ja nicht so schlimm, wenn ihr alle eingeschaltet habt, dann passt es auf jeden Fall. Dann seid mal hier auf dem richtigen Kanal. Habt ihr schon abonniert? Hä? Ihr Schlingel, ihr Kleinen. Ich weiß gar nicht, ich muss mal nachklotzen, was hier los ist, abomäßig. Das schläft jedes Mal wieder ein und da musst du wieder Aboschnorrer sein, ja? Und die Leute zum Abonnieren erinnern oder animieren. Reimt sich sogar. Oder motivieren. Motivation ist hier die Frage. Wo ist denn das Abo-Motivationsknöpfchen bei dir, mein Freund? Was ist denn da los? Guck mal, wir wollen mal schnell in unsere tolle Analyse-App gucken hier. Junge, uiuiuiui. In 48 Stunden 211.000 Menschen auf dem Kanal. Alter. Aber, was ist hier los? Zeig mal. Im Februar 17% mehr als im Januar in demselben Zeitraum. Also im Zeitraum 21 bis 31, 1346. Ist doch stabil, oder? Nee? Es wird, es geht wieder bergauf. Da sind über 100 am Tag, heute ist der 12. Junge. Mhm. Und der 12. läuft ja noch ein bisschen, mein Lieber. Wobei das aber, glaube ich, immer ein Tag zeitversetzt ist, oder? Mhm. Ich weiß gar nicht, ist das nicht ein Tag zeitversetzt? Ja. I don't know, motherfucker. Auf jeden Fall haben wir lange, ich habe nämlich gerade mal versucht rauszufinden, wie lange wir auf das Auto jetzt gewartet haben. Gekauft am 23.12. War mein kleines Weihnachtsgeschenk, ne? Geliefert am 5.2. Gut, also wenn du Weihnachten jetzt mal wegrechnest, da passiert ja nicht viel in der Logistikbranche so, ne? Also kurz vor Weihnachten. Da kannst du davon ausgehen, dass es komplett über Weihnachten stehen geblieben. Und dann ist das wahrscheinlich erst Anfang Januar in Bewegung gekommen, das Auto, um was es heute geht. Oder beziehungsweise hat sich in Bewegung gesetzt zu uns. Das wäre dann, wir gehen jetzt mal vom 2.1. aus. Und dann hat das gedauert, ein bisschen was, 6 Wochen, 7 Wochen, sowas. Ne? Geht eigentlich. Und warum das so lange gedauert hat, gucken wir uns jetzt gemeinsam an, weil das ist nämlich unser Benz Lettus Matthäus aus Italien. Ich kaufe niemals ein Auto aus Italien. Ha? Mache nicht. Ich habe trotzdem gemacht. Ob klug oder dumm, werden wir gleich sehen. Alter. Hä? Oh, mein Magen knurrt. Was hat er denn? Zu wenig Bier? Ja. Der Jürgen war nicht beim Fasching saufen, wisst ihr das schon? Ja. Der hat bestimmt Tripper, ich ahn's schon. Ja. Das wie war es denn beim Fasching? Naja. War er wieder zu wie eine Mu? Voll wie eine Haubitze? Nee, niemals. Nicht? Ich war sehr gesittet. Aha. Haben wir wieder über den Tisch gekotzt oder ging es diesmal ohne? Nee, ohne Tisch. Ohne Tisch. Der Typ, der beim Oktoberfest da sitzt, trinkt und wieder reinkotzt. Okay, oh, wieder ja, rein. Drin. Aber eigentlich, ich sage ganz ehrlich, weißt du, was ich denke, wenn ich sowas sehe? Denke ich im ersten Moment, boah, wie ekelhaft. Und das zweite ist, geil. Was ich denke, geil. Wie macht er das? Aber was ich wirklich denke ist, warum steht so ein Arschloch ohne da und filmt das und findet es lustig? Eigentlich musst du den Napp wegnehmen und sagen, so, ab geht's nach Hause mit dir. Wo ist das Taxi? Ab mit denen, einer bringt den jetzt nach Hause, fertig. Ein Taxi bin ich auch gefahren. Der hat Ende. Ja. Ja, der hat Ende erreicht. Aber so ist halt unsere Gesellschaft. Gut, wenn du selber voll im Tee bist, aber du, wie jetzt Videos hier viral gehen, wie der Jürgen irgendwie so am Tisch sitzt. Bist du erst Streichholz gegangen? Ja, ne? Ja, ja, ja. Ja? Ich war ein Fuchs. Fuchs. Aber. Also, können wir bitte ein Bild einblenden, wie das aussieht? Gut. Ich finde diese einen von dem Team. Wirklich, so ein richtiges, so ein Kostüm, so ein komplettes Ding hier, ja, so, so ein Overall? Ja, ja. Mit Schwanz hinten dran? Ja, anfänglich, ja. Anfänglich. Fuchs sein heißt nicht nur Schwanz tragen, ja? So ist es. Verstehst du? So, let's go. Jetzt gehen wir mal das Corpus Delicti angucken, jetzt haben wir wieder genug Blödsinn gelabert. Was will ich denn eigentlich mit dem Touareg-Schlüssel, den brauche ich ja gar nicht. So, wir fahren eine kleine Runde Probeer, ne? Um mal zu gucken, ob dieses italienische Affalterbachgeschoss überhaupt auch das macht, was es machen soll. Ne? Gab nur mal ein neues Getriebe. Aber geht's. Bei 40.000 Kilometer. Wieso, weshalb, warum, willst du vielleicht lieber nicht wissen. Aber irgendeinen Grund muss es ja gegeben haben. Ne? Angeblich wegen zu harten Schaltvorgängen. I don't know. Vielleicht zu viele Burnouts und Drifts und Launch-Control-Starts und wissen die was alles noch? Oh, nee. Hallo Stefan, guten Tag. Einen schönen guten Tag.
Habe ich mich mal mit der Frage beschäftigt, was ist denn los, Jürgen? Oh, hast du dir schon wieder irgendwas eingefangen? Oh, irgendwie. Guck mal, hier sind unsere Sitzreihen. Ja, sehr gut. Ja, da wird ein Bus gekerschert von oben bis unten. Samurai ist übrigens verkauft. Am Samstag ging er weg, jetzt hier, mein Lieber. CTSV ist auch weg hier, der Weise. Und dann machen wir noch ein eigenes Video, mein Lieber. Jawohl. Jetzt geht es wieder los hier. Neue Autos gekommen, auch schön. Alter, hier, wild. Alltrack, Junge. Das ist der kleine Alltrack. Was ist denn das hier? GLC. Ich hoffe, der ist nicht zur Gewährleistung da. Hat kein Kennzeichenträger von uns dran, da bin ich schon mal froh. Das ist immer gut, ja. So, jedenfalls ist der Arsch kein Gänsehals. Warum ist ein italienisches Auto meist problematisch? Viele haben ja, wie soll ich denn sagen, generell habe ich immer den Eindruck, dass viele so ein bisschen Angst haben davor, dass dann irgendwas komisch sein könnte. Mhm. Na, wie was Japan-Import, US-Import. Bei US-Import sagst du ja einfach so, wie es ist. Das hat einfach, dort kommt das Kernproblem her, dass da eben so viel Scheiß importiert wird. Ja? Und daher kommt meiner Meinung nach auch so dieser Bad Vibe mit, Importfahrzeug sei vorsichtig. Ja. Wobei Italien, Junge, ich weiß nicht, wie viele von euch alle jedes Jahr oder alle 3 Jahre oder 2 Jahre nach Italien fahren, Pizza fressen, Bier saufen, in der Sonne liegen. Und das Auto, scheiße, ich wollte gucken, wo der herkommt, weil ich meine, es war Norditalien. Mhm. Er stand ja in, warte, Genua. Genua. Stand er, ja. Das ist aber nie Norditalien. Nee. Sehr gut. Nee, aber alles, man sagt, pass auf. Ich hatte früher, ich habe einen Spediteur, mit dem ich früher, wir haben viele Autos früher aus Italien geholt, aber überwiegend eben aus, ach, leck mich doch am Arsch. Also Südtirol-mäßig oder was? Ja, Südtirol-mäßig, so bis Gardasee sowas. Ja. Und der machte das Geschäft mit Italien-Importen von Pkw schon über 20 Jahre. Mhm. Und der hat immer zu mir gesagt, der hat die Autos immer bis München gebracht, da haben wir die dann abgeholt. Und der hat immer gesagt, du kannst kaufen bis Rom, also alles, was von oben bis über Rom geht, ist okay und alles, was danach kommt, wird schwierig. Mhm. Und ich hatte dann auch mal so ein paar Experimente gemacht aus Sizilien und so und naja, war so und so. War gut und schlecht, sagen wir es mal so. Ja? Jetzt, ob das jetzt gut oder schlecht ist, schauen wir uns gleich mal an. Was haben wir nämlich hier? Ein C63 AMG Coupé als S in Brillantblau mit Night-Paket, mit Multi-Beam-LED. Facelift, wie man sehen kann, also nie umgebaut. Ganz ehrlich, sieht geil aus, oder? Mega. Also ganz, mir fällt nichts anderes dazu ein. Klar, so Design und Magno, so dieses Mattgrau hier, das, sowas hier in der Art gibt es auch in Matt sozusagen. Der ist übrigens auch, glaube ich, schon verkauft. Nee, der wackelt. Ich? Das sind wir auch gleich beim schönen Thema. Guck mal, das ist ja aber wieder ein guter Zufall. Das ist auch wirklich ein Zufall, ne? Das ist unsere schöne Platzordnung. Erstens mal, der hat auch das große LED. Er auch. Siehst du an den Scheinwerfern ja schon, dass die optisch erstmal vom Design her gleich sind, aber der hat halt nochmal ein zusätzliches LED und das die Taschenlampe ist weg hier, was glaube ich, ja. Was ist denn das überhaupt? Das ist eine gute Frage. Ist das überhaupt eine Taschenlampe? Ich weiß es gar nicht. Irgendwie schlimm aus, ne? Aber hier sieht schon geil aus. Sieht sehr geil aus, ne? Der hat auch das große Lichtpaket drin sozusagen, also mit der ganzen LED-Beleuchtung ringsrum, wo das Licht so ein bisschen Kasperle-Theater macht noch. Blau, ne? Wird und so, ne? Genau, müsste eigentlich so ein bisschen blau werden, richtig? Geil, so wie ich am Wochenende. Ja, blau wie der Jörn, wie ein Schlumpf. Nächstes Mal gehst du als Schlumpf. Ja, da fällt es nicht auf. Blau wie ein Schlumpfkunde. Aber weißt du, was schön ist? Man sieht hier gerade, wie breit das Coupé ist, ne? Ja, warte, da sind wir gleich beim Thema. Ganz ehrlich, ich weiß nicht wieso, aber mir gefällt die alte Optik besser. So? Ja, okay. Ich höre es, dass manche sagen, sag mal, bist du dumm, Junge? Das ist mit dir, wir sind nicht sauber. Mir gefällt die alte, pass auf. Das ist mir, guck mal, hier hat man ja hier diese Querstreben noch eingesetzt, weil man dachte, das ist cool. Hier. Ja. Ja, so. Und dann irgendwie hier dann den Panamericana-Grill mit den stehenden Finnen sozusagen. Und irgendwie ist mir das too much. Okay. Weil der war ja schon von der Optik her recht brutal, ne? Brutal. Brutal, ne? Und wenn du jetzt mal guckst, ich weiß nicht, mir ist das zu viel mit diesen... Zu viele Linien. So. Ja, es ist mir... Hä? Ja, okay. Es ist mir zu viele Kästchen. Tut mir leid, es ist mir zu viel. Ich find's pornös. Ja, es sieht damit bulliger aus. Wir brauchen nicht reden, es wirkt bulliger. Aber die Karre, ein C63 Coupé, ist ja ohnehin schon ein Bulle von sich aus. Also da brauchst du Facelift hin oder her. Optisch außen weiß ich jetzt gar nicht so richtig. Innen drinnen 100% ja. Ja. Das Lenkrad alleine macht es für mich dick. Komm mal mit. Definitiv. Und übrigens, ich habe vor uns mal im Netz geguckt, was mich einfach nur interessiert hat. Ja? Und ich sage es so, wie es ist. C63 T-Modell ist das günstigste, coolste V8
Sportkompakt, Sport, laut, Biturbo, 4 Sekunden 0100.de, was man so kriegen kann am Markt. Mhm. Du kriegst so eine Flöte, habe ich mal geguckt, weil es mich einfach interessiert hat. So ein T-Modell, 205er Baureihe mit 200 auf der Uhr, beim Händler für unter 35. Also ich habe auch welche gesehen dann für 36, 37, die hatten dann so 170, 160 runter. Mhm. Krass, ne? Also für 140k und da waren die noch nicht mal nackig, ne? Da hatten die also auch wirklich ein bisschen Ausstattung, ein bisschen Bohrmeister, ein bisschen Neidpaket, was ich persönlich immer wichtig finde, ich mag die Chrom-Geschichte nicht so. Panoramadach, so wie der jetzt hier. Also richtig geil, finde ich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Auto ist zwar, ich sag mal vom Fahren her, muss ich ehrlich sein, im Daily schon völlig okay, passt. Verbrauch geht auch klar, irgendwie so 13, 14 Liter im Schnitt brauchst du schon. Mhm. Sind wir mal realistisch. Das ist okay für das, was er kann. Aber da, wo es, glaube ich, wieder krimineller wird, sind bei den Dingern die Hinterachsen. Ich sag's dir ganz ehrlich. Also wenn da du mit Sommerreifen unterwegs bist und es ist ein bisschen nass, kalt und ungeübte Fahrer steht dann vielleicht auch mal, wenn er noch mal ein bisschen denkt, wir fahren mal ein bisschen zügiger um die Kurve, kann halt sein, gibt es einen kleinen Hüftschwung. Mhm. Ne? Ungewollt. So haben die das Auto auch irgendwie komplett konzipiert und so fühlt er sich auch vor allem, ich finde das Coupé noch ein bisschen anstrengender vom Fahren her als so ein T-Modell irgendwie. Ja, okay. Vielleicht bilde ich mir das auch ein. Vielleicht liegt das auch an der Optik, dass man diesen Vibe versprüht, wenn man alleine diese Linienführung hier sieht und diesen breiten Arsch mit den ausgestellten Seitenteilen, die ja beim T-Modell nur ansatzweise da sind. Ne? Aber wenn du mal den Sex siehst, ja, ist schon krass. Das ist schon brutal. Guten Morgen, Deutschland. Ne? Hallo, guten Morgen, Deutschland. Das Problem ist nur bei dem Auto hier. Gucken wir gleich mal rein, ob wir mal hier stehen. Da ist halt keiner zu Hause. Das ist Handschuhfachgröße. Ja, ja, das stimmt. Also geht schon ein bisschen was rein. Ne? Also eine Kiste Bier schaffst du wahrscheinlich auch noch mit weg. Und noch eine Packung Milch und noch ein paar Eier. Aber dann ist, glaube ich, auch alle irgendwie, oder? Ist das ja eigentlich voll elektrisch, das Ding? Ja, ja, brutal. Brudel, brudel, ne? Ansonsten Neidpaket, Sport AGA, die Schmiederäder drauf. Mhm. Das müssten vorne 9 und 10,5 mal 19 sein. Da gibt es auch noch, ich weiß nicht, ob es die Felge war. Ich glaube, die Felge gab es auch in 20 Zoll hinten und 19 Zoll vorne. Das ist natürlich dann auch sehr sexy. Mhm. Ne? Der hat keinen Glaufix. Ich nehme mal an, da er aus Italien kommt, bewusst so bestellt. Und wir parken das Ding jetzt mal aus, machen mal an, mal gucken, wie er orgelt, oder? Batterie tot, schön, noch besser. Aber Zustand, muss ich sagen, ist ganz ehrlich, das ist ja so die Gefahr, die immer mitschwingt bei so einem Auto, ne? Dass wenn du das irgendwie in der Auktion kaufst, dass es dann irgendwie scheiße aussieht und ungepflegt. Und das ist so, hier in der Mitte hat sich ja nicht so viel geändert. Ja. Das Navi ist ja nochmal größer geworden. Ist das eigentlich mit Touch hier bei dem Ding? Nicht. Das ist eigentlich auch traurig, oder? Ja, das haben wir irgendwie vergessen. Mann, das scheiß Ding, kein Touch. Dafür hast du ja, das ist ja das, wo ich mir bei Mercedes denke, so, was soll das? Du kannst ja das Navi hier bedienen, mit dem Drehregler, aktiver Abstandsassistent ohne Funktion. Perfekt, drück mal erstmal weg. Sag, also Mercedes bleibt sich treu, ne? Egal ob nur 203, 204, 205, irgendwas ist immer, ne? Irgendeine Fehlermeldung muss es sein, wenn der Tank leer ist. Müssen wir mal schauen, was da schon mit der Phase ist. Auf jeden Fall, okay, da hast du hier das Drehrädchen, da kommst du hier und das ist halt so lost gemacht. Dann sitze ich jetzt hier und will zurück ins Hauptmenü. Du musst da rüberfassen. Du musst hier so hinterfassen und wenn man mit dem Auto noch nie gefahren ist, denkst du erstmal, Boden, was denn Wieden? Und dann kannst du es ja noch hier bedienen, ne? Also quasi am Lenkrad. Ja, nochmal am Lenkrad bedienen und warte, jetzt kommt's, hier auch. Ja. Was? Warum? Haben die sich gedacht, oh, andere machen das auch hier mit diesen tollen Trackpads und Scheiß-Mistpads und Süff-Pfoten, ekelhaft Dreckpad, machen wir jetzt auch. Brauchen wir noch dringend. Ich meine, das sieht besser aus, das Designtechnisch sieht cool aus. Mhm. Aber du tust ja irgendwie mit der Bedienung hier, ich weiß nicht so richtig, also irgendwie ergibt das keinen Sinn. Ja, das stimmt. Man nimmt das halt immer so hin, wenn man es halt kennt, aber so richtig durchdacht ist. Nee, eigentlich auch das Kind ist doppelt gemoppelt, also dreifach. Du kannst hier bedienen. Na, du kannst ja hier mit der rechten Seite kannst ja hier das Navi bedienen. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Das ist sehr irritierend am Anfang. Dann kannst du mit dem, ich sag jetzt mal, Trackpad, übrigens geht das Glas ganz gerne kaputt, also immer draufhauen, dann ist Feierabend. Ja. Dann kostet das Ding, die Einheit, ich glaube 600 Euro netto. Nice. So, und das gibt's aber auch ohne, also kannst du es auch ohne bestellen. Wobei, das geht im C63 bestimmt nicht. Oder? Das weiß ich nicht. Also, habe ich schon gesehen. Ja, doch, wenn du ein kleines Map-Pilot hast, los, natürlich. Oh, nee. Ja, da gibt's das so ohne und das sieht dann richtig lost aus. Da sieht's dann wirklich so aus, als würde was fehlen. Oh, da fehlt ja auch was dann, also.
Ja. Alter. Genau. Das habe ich noch nie gesehen. Und das sieht dann echt scheiße aus. Krass. Obwohl man es nie braucht. Du brauchst es nicht. Hier hast du auch diesen Home-Button. Also du hast das gleiche hier oben nochmal drauf. Ja. Und hier unten. Also es ist wirklich Quatsch. Naja, wie auch immer, lange Rede, gar keinen Sinn. Wir haben schön verkarbonisiert. Mhm. Klassiker. Sehr schön. Und ansonsten riecht der ordentlich, der ist nie verqualmt, die Italiener. Ne? Das ist so das Volk, die rochen alle. Die kommen auf die Welt, die rochen. Ja, sie gehen deshalb. Und der macht keinen raucherischen, ne? Also so, selbst wenn es nicht nach Rauch riecht, kann ja auch einer sein, der immer mit dem Fenster offen gequalmt hat und nach draußen gepafft. Siehst ja dann immer meistens hier an der A-Säule, wenn man kurz die Kippe hier kurz einmal Hallo gesagt hat. Mhm. Oder hinten die Asche wieder reingeflogen ist und dann auf der Rückbank irgendwie die Löcher drin sind. Krass mit den weißen Gurten, ne? Die weißen Gurte, silbern sind die. Silbergurt. Silbergurt, das ist der Silberrücken, ja, mein Lieber. Und, aber Zustand ist geil. Das Einzige, was ich penetrant finde, sind natürlich die Carbon-Schaltwippen von Wisch. Die müssen auf jeden Fall, ja. So, aber können wir jetzt noch mal ganz kurz, eine Sache müssen wir noch mal ganz kurz machen. Wir gucken mal vorne rein. Mhm. Und dann gucken wir uns noch mal bitte die Front an. Und lassen die mal ein bisschen orgeln, weil die Batterie ist tot. Battery is dead. Ja. Und der klingt ein bisschen, hörst du das Tickern? Ja. Das kommt hier von rechts. Hier tickert irgendwas. Tick, 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 tick. Müssen wir uns mal warm fahren und dann mal schauen, was los ist. Ich schaue jetzt hier auf die Produktionsdaten von dem Scheinwerfer und stelle fest, dass ich es nicht lesen kann. Perfekt. Sehr gut. Wollen wir mal hier rum, so rum. Oh, das haben die auch schön gemacht, dass sie so rumgeklebt haben. 4.1.19. 4.1.19, ja. Jo, die sind schon mal Serie, okay. Das sieht nie zusammengefalten aus, das ist auch schon mal schön. Das hier sieht ja immer so lost aus, ne? Dass hier so eine Abdeckung gefühlt fehlt und das hier so drauf liegt. Aber sag mal, gehört hier nie eigentlich noch eine Abdeckung drauf? Ich glaube eben nicht, oder? Sicher? Ich glaube, das wundern wir uns irgendwie jedes Mal. Wundern wir uns das wirklich jedes Mal? Ich glaube schon. Weil wenn ich hier die zwei Wecker sehe, dann denke ich mir so, das sind ja übrigens die zwei Kollegen hier, die machen 1,3 Bar Ladedruck in der S-Variante. Mhm. Und wie man sehen kann, kann man die auch wunderbar ausbauen und austauschen gegen irgendwas anderes. Wird auch ganz gerne gemacht, dann werden auch ganz gerne mal die Vorkatzen rausgefeuert, Downpipes eingebaut, ein bisschen Software drauf und dann fahren wir hier auch 800 PS in dem Auto. Ja. Geht auch noch mehr. Das ist eklig dann, ne? Das ist dann echt ekelhaft. Ja. Und die Motoren können das. Und die Motoren gelten als solide und stabil. Hier haben wir übrigens schon das 9-Gang-Getriebe, der hat noch 7-Gang. Das 7-Gang MCT Speedshift ist hier drin, der hat dann nochmal 2 extra, schaltet halt schneller. Und wahrscheinlich brauchst du dann nochmal irgendwie einen Mückenpiss, weniger Sprit. Mhm. Hier war aber der Code viel ab, mein Lieber. Hier. Oh, no. Oh, oh. Oh, oh. Oha. Oha. Er ist unfallfrei verkauft worden, mein Freund. Unfallfrei. Da ist mal jemand draufgekommen im Werkzeug, weißt du? Nur genau. Jemand hängen geblieben. Ja. Nee, der hat gedacht, das sitzt nicht richtig, arbeite hier nochmal nach. Genau. Obwohl, warte mal. Interessant ist, dass hier bei ihm, normalerweise hast du ganz oft das Problem, wo wir hier aber auch einer dran. Ja, die Spaltmaße, ne? Die Spaltmaße hier im Regelfall nie passen. Ja, normalerweise hast du immer das Problem wie bei ihm hier. Weil hier geht's auch, oder? Hier geht, na, ja. Na, ja. Hier ist nicht ganz, siehst du das? Hier ist schon. Steht halt über. Hier ist schon zu erkennen ein bisschen, ja. Jetzt müssen wir aber mal nachmessen. Hier auch, guck mal hier. Vielleicht wurden die mal eingestellt, meinst du, oder was? Weiß ich nicht. Hier, guck mal, hier siehst du es richtig, wie weit da draußen steht. Guck mal. Ja, manchmal ist es echt krass, du läufst nicht dran hängen. Und du kannst an dem Scheinwerfer nie viel machen. Ja. Jetzt weiß ich eben nie, ob die da am. Gebördelt haben. Kotflügel gebördelt. Damit der Scheinwerfer passt. Wir messen mal eine Runde durch. Ich habe schon gesehen, dass die Stoßstange auf jeden Fall mal ab war. Und die ist nicht mehr lackiert wurde, würde ich auch sagen. Die gucken uns da mal an. Der Kotflügel ist nicht lackiert. Okay. Das ist schon mal gut. Mhm. Das kann natürlich sein, dass die im Zuge der Wartungsarbeit oder vielleicht auch manchmal in der Kundenreklamation, dass der Kunde eben sagt, guck mal, wie das aussieht. Aber das Tickern hier ist schon heftig. Ja, das ist schon krass und das ist sehr laut. Kannst du mal Gas geben? Hörst du mal, ob das schneller wird, wenn ich Gas gebe? Ja. Geht das dann weg? Naja, oder wird es übertönt? Es wird übertönt, würde ich sagen. Es könnte auch sein, dass es weggeht, aber weißt du wird was? Auf jeden Fall, es wird schneller, auf jeden Fall, ja. Es wird gefühlt auch lauter jetzt, oder? Hier ist es aber auch, aber leiser, ne? Oder? Aber das ist, resoniert sich das nur. Ne, hier ist nichts. Kommt von der linken Fahrerseite. Nicht von der rechten. Also entweder ist das eine Einspritzdüse irgendwie, ne? Ja. Hier so Geräusche macht oder das kommt auch von hier unten irgendwie, habe ich den Eindruck. Hier von unten seitlich. Mhm. Eine Pumpe. Wie, als wäre es eine Pumpe, ja. Ja. Aber so laut. Ja. Ah, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, mein Lieber. Da müssen wir mal unsere Freunde von Mercedes mal anhauen, was die dazu sagen.
Oder ihr schreibt gerne mal in die Kommentare, wer nervt. So, nebenbei muss dann Rico noch ein bisschen arbeiten. Das ist alles nicht, wir müssen noch ein bisschen Geld verdienen, ne? Sind los. Videos drehen, ein bisschen blödeln. AMG fahren, dicke Taschen machen, keine Kohle haben. Bomberjacke tragen. So, was wollt ihr ausgeben für einen? Jetzt Frage an euch. Mercedes GLC, ist das ein 250er? 250D, außen schwarz, innen beige, obsidian-schwarz die Farbe. 57.000 Kilometer erst gewaffelt. Laut Drehzahlmesser sieht es aus wie ein, könnte ein Diesel sein. Man sieht es nicht richtig. Ja, D habe ich schon gesagt. Ich bin ein Trottel, Alter. Meine Güte. So, was kann er so? Große Klima, also großes Navi. Trackpads hat er hier, das komische. Haben wir ja gerade drüber geredet. Bisschen PDC. Keine Trittpedale, ne? Nee. Ja, hat auch kein Sportpaket. Also normale Ausstattung einfach nur, ne? Ja. Hat aber dafür Totwinkel. Helles Leder, schwierig, mit hellem Dachhimmel. 2017er, 250er, 4-Matic, 150 kW, 204 PS. Also altes Maschinchen sozusagen. Kein Bohrmesser, kein Memory. Normales Auto. Was würdet ihr dafür ausgeben? Erste Hand, Checkheft gepflegt. Was ist denn das Ding im VK? Farbkombination, außen schwarz, innen drin komplett alles beige. Mhm. Mit Dachhimmel hell und so. Denk gerade auch? Nee, das ist schwarz. Okay, gut. Warte mal. Der Anthrazit. Gut, dann geht's. So, ich glaube, Zustand ist gut. Was würdet ihr denken, was ist denn das ein VK? Also jetzt nur so aus meinem Bauchgefühl heraus, ein geiler VK für das Ding, weil die Farbkombination ein bisschen speziell ist, würde ich sagen, ist vielleicht eine 27,9. Das sind 2,17er, vielleicht 26,9. So in der Drehe, 26,9, 27,9. Mit Allrad, da findest du vielleicht einen, der das kauft, dem es gut gefällt. Ne? Mhm. Der Kunde stellt sich 29 vor. Nimmst du mal ein Öl bei der aktuellen Zinslage. Ungefähr 7-8% Zinsen hast du für die EK-Finanzierung. Plus noch ein paar zusätzliche Kosten fürs Ein- und Ausfinanzieren. Plus dein Personal. Plus. Du weißt ja Bescheid. Ne? Brauchst du ja nicht mehr erklären. Müsstest du an die Karre, damit sich das lohnt, mindestens eine 33,9 draufschreiben, damit es Sinn macht. Weil du musst ja davon ausgehen, 1-3 Monate steht das Ding hier vielleicht rum. Genau, dann preist du das dreimal ab und dann. Jetzt ist vorbei. Hast du Minus gemacht, ja. Das könnte auch wie eine Sekundärpumpe gewesen sein, die spinnt. Ah, oh, war schon krass laut, ne? Alter. Um ehrlich zu sein, wird nicht passen. Ne? Also was gibt's denn dafür aus? Was würdet denn ihr dafür ausgeben? Fragt euch das jetzt mal. Aber ganz realistisch, wenn du Autohändler wärst, was würdest du dafür ausgeben? Würdest du vorsichtig rangehen und sagen, ah, die Farbkombination schon speziell, keine schöne Felge dabei, zwar erste Hand ist cool, ne? Checkheft gepflegt auch, wenige Kilometer geil. Oder denkst du, du kriegst 29,9 dafür? Also ich denke, das Maximale, wenn du jetzt sagst, das ist wieder an. Also es ist irgendeine Pumpe, was irgendwas hier mitläuft. Also 29,9 würde ich sagen, ist wahrscheinlich der maximale Verkaufswert, wenn es richtig gut läuft, denke ich. Weil GLC ist aber ein gefragtes Auto. Das muss man wirklich mit in die Waagschale werfen. Die sind sehr beliebt, sehr gefragt. Mhm. Als Benziner, als Diesel, vor allem mit Spittel Sportpaket oder Nightpaket. Das sind das eigentlich sehr gefragte Autos. Dem fehlt so das, wo man sagt. Dir fehlt so ein bisschen das, wo du sagst jetzt, das, pass auf, das macht aus dem 26, 27, 9er Auto dann das 28, 29, 9er Auto, weil er eben das Memory-Paket hat, weil er eben Bohrmesser noch hat, weil er eben die schwenkbare Anhängerkupplung noch hat und meinetwegen noch eine Standheizung, dann sehe ich doch auch irgendwie eine 3 davor stehen irgendwie. Mhm. Aber so ist schwierig, ne? Das ist halt so eine Halbkasse. Du bezahlst am Anfang zwar auch weniger für das Auto, bekommst hinten raus aber auch weniger. Das bedeutet auch wiederum, wer zum Beispiel die volle Bude nimmt, mit den großen Rädern, mit der großen Bremse, der bekommt hinten raus auch mehr. Du gibst zwar mehr aus und für mich ist das vom Mindset her, das musst du halt für dich entscheiden, ob du jetzt früh auf dein Auto läufst und sagst, du willst damit 3 Jahre fahren und denkst dir so die nächsten 3-4 Jahre, sagst du dir, okay, ich habe einen Kompromiss gemacht, dafür habe ich gespart. Ja. Dafür fahre ich noch 3-mal im Jahr nach Malle und saufe mir dort richtig hinweg. Oder du bist halt so der Typ und ärgerst dich dann und sagst, läufst jeden Tag auf deine Karre zu, fährst in deinen Job und denkst, verdammt nochmal, hätte ich einfach mal die 3.000 Euro oder 4.000 Euro mehr ausgegeben für das Auto, was meine Farbe hat, die ich will, oder die Felge oder die Sportabgasanlage oder das Ausstattungspaket, was ich gern gehabt hätte. Mhm. Die Frage musst du dir stellen. Aber ansonsten, ganz ehrlich, wir messen jetzt da nochmal drum rum komplett, aber ganz ehrlich, die Felgen nicht beschädigt. Ich wundere mich. Mhm. Ehrlich, aus wie die neu. Felgen wie ja. neu. Das ist krass. Nichts kaputt an den Felgen. Auch sonst Gebrauchsspuren. Italienische Autos, ne? Was haben die meistens? Zervögelte Felgen, zerkloppte Türen, zerrammelte Türanschläge komplett, zerrammelte Stoßstangen. Mein Gott, das kann nur sein, die hat man alle schon mal gepinselt, die Kollegen hier. Ne? Ich wollte mir die vorne nochmal angucken. Das ist einfach nur. Ja, das ist einfach nur, glaube ich, ist das. Das ist aber ein E-Prüfzeichen drauf, das muss irgendein Licht sein. Und ob das in Werkseite schwarz ist, boah. Ein bisschen wild aus, finde ich. Das sieht sehr wild aus, ne? Und hier dann einen leichten. Was ist das vom Polieren? Ja, hier ein paar Kratzerchen so, ne? Ja, ja, vom Ein- und Ausladen hier, ne? Da hat man mal die Tasche ein bisschen drauf abgestellt. Das sind hier unsere Radlaufverbreiterung hier, die ist auch schön fest hier. Oh ja, die geht. Da los, Alter. Ja, die hält nicht mehr lange. Da müssen wir mal gucken hier, die ist ein bisschen lose, rigolose, Autobogenlose, alles los. Neu bestellen. Mal neu bestellen, neue Stoßstange gleich. Der Gutachter würde jetzt 6.000 Euro Schaden aufschreiben. Ja, der hat halt viele Oberflächenkratzer hier, ne?
Die kriegt man auch poliert und geschliffen. Aber die sieht jetzt auf den ersten Blick zumindest nicht in Gänze lackiert aus. Ne? Mhm. Hier hat er einen kleinen Einschlag drin. Guckst du? Ah ja, hier hat er ein kleines Sällchen. Ja. Da hat einer irgendwie mal seine Tür reingekloppt. Ne? Das ist halt, das sind so die typischen italienischen Schäden. Ja. Ne? Da hat einer Bumm gemacht. Das ist so geil. Die blaue Farbe gefällt mir. Rungs, Brett auf. Ja, das ist natürlich schade. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Können wir mal bitte darüber reden? Ja. Was ist denn das für eine Pisse? Haben die das hör mal auf, Mann, das ist nicht kaputt, Junge! Was ist denn das für ein Scheiß? Ist das eine Folie? Das ist halt nicht original, das wurde nachträglich foliert. Ja, oder? Das ist auch hier, ne? Das sind so ein, zwei Ecken, wo ich sage, meine Fresse, was ist das denn? Hier, das hier ist schon ein bisschen lost. Und das hast du auf den Bildern nie gesehen, weil die recht dunkel waren und hier ist eine Folie drauf. Guck mal. Ja. Aber der ist doch original, ist einfach nur schwarz, oder? Ja, eigentlich ist der schwarz. Okay. Oh. Aber der hat so eine Carbonstruktur hier. Siehst du das? Ja, das hat er halt foliert wahrscheinlich, oder? Ja, oder der hat Carbon drunter. Und die haben es verliert. Das wäre wär so richtig dumm, wenn man sowas macht. Ehrlich jetzt. Tut mir leid, das wäre dann 6 Sätzen. Also ohne Scheiß jetzt. Wirklich. Ich dachte gerade hier schon. Die Klasse musst du wiederholen, mein Freund. Also da müssen wir doch mal gucken, ob wir das irgendwie abgepäbelt kriegen. Das ist natürlich optimale Temperaturen jetzt hier, um an der Folie rumzupummeln. Also das alles nachlackierungsfrei. Dach war auch nachlackierungsfrei. Ich finde, das sieht so geil aus in Summe. Die Farbe ist krass, ne? Mit dem, du musst den eigentlich nur noch tiefer legen. Ja? Der braucht jetzt eigentlich nur noch ein Fahrwerk und dann ist er eigentlich geil. Der Kühler, der hier unten so drin liegt, den finde ich eigentlich am lustigsten, Alter. Ja. Können wir mal über den reden? Der hat hingelegt, der hat keinen Bock mehr gehabt. Guck mal. Das sieht schon lustig aus, ne? Ich habe doch mal eine Fachfrage. Das hier sieht aber nicht so ganz original aus, oder? Ist das hier, dass das so ausgefranst hier aussieht, sag mal? Bin ich besoffen oder was? Naja, gut. Das sieht schon ein bisschen cringe aus, oder? Ist ein bisschen wackelig, die ganze Angelegenheit, oder? Jetzt würde da was fehlen hier. Ja, hier fehlt da was. Weißt du was? Ich hol jetzt mal eine Schüssel von ihm. Wir gucken jetzt mal hier vorne rein. Warte mal ganz kurz. Also jetzt muss ich gucken, mein Lieber. Ich meine, das ist zwar der Vorgänger, aber ich gehe mal davon aus, dass sie den Kühlmittelausgleichsbehälter jetzt nie neu designt haben. Ja, wegen Facelift. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber der sieht genauso lost aus. Ei! Aber hier ist auch keine Abdeckung drauf, nur mal so am Rand. Also das ist wahrscheinlich so gewollt hier. Weißt du, wie in der Dusche? Guck. Weißt du, das hat ja nur Handtuch, weißt du, gibt's auch so, oder die, wenn du in der Kneipe, weißt du, so die Tüten, die komplett mit Hose unten bissen, so an der Wand. Weißt du? Das könnte ich mir vorstellen. So ist das. So ist das. So, okay, der hat aber auch den Ausgleichsbehälter normalerweise, oder? Ja, genau. Mhm. Gut, das passt erstmal. Sieht schon gleich aus erstmal. Aber das ist halt wirklich dann einfach so, Alter, das ist schon fertigungsmäßig, sieht das echt scheiße aus, ne? Ehrlich jetzt. Ja. Kennst du diese Videos, wo die mal alles abreißen? Ja, ja, genau. Manchmal kribbelt es da schon in den Pfoten. Das war schon ganz ehrlich. Ne, haben sie zwar alles schön versteckt, damit du ja bloß nichts siehst. Haben sie hochwertig hier gemacht, ne? Muss man sagen. Ja, ich weiß nicht, hier waren sie Bremssüßigkeiten hier oben. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, mein Lieber. Ich weiß nicht, so wie die es verarbeitet haben hier vorne im Motorraum. Gut, da hat der AMG-Fahrer eigentlich auch nichts zu suchen. Ja? Da soll er hinterm Steuer sitzen und sich da freuen. Ja. Oder im Kofferraum rumwühlen oder seine Mutti auf den Beifahrersitz setzen oder sein Vati. Aber so ein kleines bisschen weiß ich nicht. So, wir gucken jetzt aber hier nochmal weiter, weil so ein bisschen stutzig macht mich das schon. Es könnte höchstens sein, dass die Kollegen bei Daimler gesagt haben, das sieht scheiße aus, das rücken wir nochmal nach. Ja, aber ich frage mich, lässt sie sich denn wirklich nie anders machen, als den Scheinwerfer dann reinzurücken? Nee, im Scheinwerfer haben sie die rumgedreht, ne? Also wie es hier aussieht. Und weißt du, was ich nämlich auch vermute? Der Scheinwerfer ist hier oben fest, ne? Der ist hier oben in der Traverse reingeschraubt. Und das wird wohl kein Langlöschel sein. Du kannst hier, glaube ich, gar nichts rumdrehen. Weißt du? Das natürlich. Das vermute ich jetzt mal. Ne? Jetzt mal ja. Das hier anguckt. Der saß noch weiter draußen. Das ist halt schon ein bisschen kurios, was die hier gemacht haben. Schwierig, aber auch vielleicht weiß das ja einer von euch, ja. Weil die hier sind ja, die sehen original aus, ja. Aber wenn du mal hier schaust, hier hast du eine Markierung, ne? Hier. Ja. Die stimmt auch nicht mehr. Die haben wir nicht so und so gemacht. Ach so. So, weißt du? Die, oder hier auch. Siehst du, jetzt, du siehst noch den Rest. Ja, der war auch offen, der Kollege, ne? Also die beiden, da hat man mal irgendwas gemacht. Detective Enrico is back. Das geht mir schon auf den Nuts. Die Frage ist so, er ist hier nicht nachlackiert, wir haben ihn unfallfrei gekauft. Ich sehe aber hier, dass man hier an den Schrauben rumgedreht hat. Was nun? Scheinwerfer ist original. Scheinwerfer ist original. Muss so man, was, also so, für was sollte man den abnehmen hier? So wie, wo fängt, wo hört die Prüf- und Sorgfaltspflicht, wo fängt sie an, wo hört sie auf? Ja. Das ist jetzt Autohändlers Gretchenfrage. Den Getriebetausch wahrscheinlich. Naja, wahrscheinlich, dass jetzt, du weißt es manchmal, du weißt ja nicht, wie die Arbeitsvorgaben sind, ne, was sie da machen müssen. Um ein Getriebe hier komplett auszubauen und zu tauschen komplett. Keine Ahnung. Ob die da die ganze Maske hier runterschrauben. Ja, wenn halt hier jetzt irgendwie Steuergeräte wären, also könnte man sagen, gut, hier wurde irgendwas getauscht vielleicht mal irgendwann. Aber keine Ahnung, aber ist ja nichts. Weißt eigentlich. Du, zum Beispiel, wenn ich so an den alten A6 4B denke, Zahnriemenwechsel, Servicestellung. Ja, ja. Was machst du da? Die ganze Front runter. Ich
kennen nie alle einzelnen, logischerweise, woher auch, Arbeitsmaßnahmen, die die hier ausrufen, um eben sozusagen die entsprechende Reparatur durchzuführen. Vielleicht gab es auch irgendwann eine andere Reparatur, einen Rückruf, warum sie hier die Front runtergerissen haben. Ja. Aber die Kollegen waren offen, hier sieht alles gut aus. Und wenn der eine richtige Klatsche gehabt hätte, hätte es hier die Falze die auch aufgesprengt, ja, wenn sie richtig gescheppert hätte. Das spricht eigentlich dann eher dafür, dass hier vorne irgendwas zerlegt wurde. Wahrscheinlich. So, die Haube gucken wir uns jetzt auch gleich nochmal an, aber hier sieht es erstmal okay aus. Ja. Das macht einen Juden mal lieber. Das sieht gut aus. Naja. Ja, hier oben ist hier natürlich der Matthias hier, ne? Der Überbrücker. Der Überbrück-Matthias. Eh schon. So, die Reifen sind aber die ersten hier aus 2020. Ja. 20? Ne, Moment mal. 19er ist das, ne? Ist das ein 19er gewesen? 2019er. Wie kann da der Reifen aus 20 sein, mein Lieber? Oh, ne. Das sind die Felgen, wir sind wahrscheinlich ganz, weil die kaputt waren. Ja, genau. Wahrscheinlich sind das andere Radsatz. So, die müssten aber schon mal neu sein. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das noch die ersten sind. Das würde mich richtig wundern. Aber das habe ich mir gerade meinen Sack irgendwie eingeklemmt. Ja, oder die sind auch aus 20. Ach so. 44. Woche 20. Also die sind schon immer komplett neu gekommen. Das ist verrückt. Da hat der erste wahrscheinlich richtig gebumst und der zweite hat er neu gemacht. Na ja, gut, mit da Getriebe. War der ja 44. Oh Gott. Jetzt sehe ich es gerade. Ja, ich sehe es auch gerade. Alter, Verwalter. Das ist natürlich uncool. Das ist ein mieses Ding. Das habe ich nicht gerade gesagt, der sieht gut aus. Habe ich jetzt die ganze Zeit nicht gesehen? Nee, ne? Ich auch nicht. Aber wenn ich dann büchse, dann siehst du es. Reifen sind okay, aber hier muss man auch einen Kollege Delle mal ranholen. Oh ja. Das Ding ist ja richtig mies. Das ist schon doll, ja. Oh, Alter, da hat sich ja einer richtig verewigt, ne? Ist der Lack nicht gebrochen? Oh, hier ist gebrochen. Oh, nee, da ist er gebrochen. Ist er? Ja. Und das hat so reingefeuert hier. Scheiße, das müssen wir noch reklamieren. Wir gehen mal weiter auf Ursachenforschung, ob wir noch mehr finden, was doof ist. Kamera vorne hat er keine. Hier hat er auch noch ein paar Steinschläge, aber eigentlich ist das ja aus Silbern hier vorne, ne? Ach, der Stern? Bei Nightback geht auch? Ja, ich würde sagen, ja. Echt? Ich dachte, das wäre dann. Ne, der Stern ist, glaube ich, immer silbern, okay, oder? Na gut. Da hat man hier auch nochmal rummodifiziert, ne? Also was müssen wir machen? Wir müssen auf jeden Fall die Stoßstange lackieren. Mindestens. Und dann eigentlich auch die Motorhaube, weil das sieht dann scheiße aus, weil es ja hier abschließt, ne? Ja. Und irgendwie, das ist aber glaube ich immer so. Ja, der Spalt ist immer so. Der ja. Spalt ist immer so riesig, ne? Das sieht wirklich immer ein bisschen lost aus. Das ist ähnlich wie beim Scheinwerfer. Ja. So, dann gucken wir mal hier weiter. Mal gucken, ob jetzt ein bisschen natürlich, ne? Jetzt bist du aufgeschreckt. Jetzt bin ich der potenzielle Käufer. Oh, Delle im Dach. Ja. Aber ich meine, da haben die Italiener doch relativ nah genau gearbeitet. Ich glaube, das war angegeben. Mhm. So, jetzt haben wir aber wirklich so viel gelabert. Jetzt fahren wir mal eine Runde, oder? Junge, das Video ist 9 Stunden lang. Ich wollte schon lange beim nächsten Video sein. Let's drive the ride. Motherfucker! Gut. Gimbal aus. Gimbal aus. Die Gurtbringer sind übrigens Aufpreis, mein Lieber, ne? Echt? Die gibt's auch ohne? It's not included, ja. Ach, da drüben. Das, ohne Gurt, ne? Ohne Gurtbringer. Ja. Habe ich schon mal gehabt. Also wirklich, das ist das Letzte. Ja, ich weiß. Ohne Scheiß. Und das ist eben so die kleinen Kleinigkeiten, wo es lustig wird. Mhm. Head-up hat er nicht. Ganz ehrlich. Ich habe ja hier schon einen riesen 10 ja. irgendwas Zoll, 12 Zoll, weiß der Teufel, wie groß der Display ist. Hier nochmal. Reicht's. Also ich brauch's nicht. Ne? Der Lenker ist echt mega noch. Ich finde das sehr schön. Das finde ich schon krass hier, ganz ehrlich. Finde ich schon sehr, sehr geil. Mhm. Und hier kannst du den Mode einstellen, S, S Plus und dann gibt's Race. Race ist aber nie für alle zu empfehlen. Möchte ich mal sagen. Ja. Möchten Sie die Tankstellensuche auch starten? Nee, eigentlich nicht. Das ist mir zu teuer, Junge. Der gute erste Eindruck, wenn ich hier einschätze. Ja, erster Eindruck. 3 Lampen wegdrücken, 3 Fehlermeldungen. So, wir gehen mal in den Spar-Komfort-Modus, machen trotzdem den Auspuff laut, weil wir sind hier fahren ja in AMG, das muss auch jeder wissen und hören. Sonst bist du ja kein richtiger AMG-Fahrer, ne? Das stimmt. Klappe zu, du. Klappe zu. Da fragt dich dein Nachbar, was ist los? Wartest du auf die Geschlechtsumwandlung oder wann ist denn soweit? Nimmst du schon die Hormone? Was halt an den Dingern nervt, quasi durch die Vorderachskonstruktion, vor allen Dingen insbesondere dieses ewig breite Rad auf der Vorderachse. Ich glaube vorne, was ist das? 2,55 oder irgendein Scheiß? 2,45? Ey, wir blendet ein. Ja. Dann bei kalten Temperaturen schieben die immer so ekelhaft über die Vorderachse. Da radiert das so ekelhaft. Da denkst du immer, oh Gott, Achsschaden, Totalschaden, alles Schrott, schmeiß alles weg. So. Mein Lieber, Totwinkel hat er noch. Mhm. ACC hat er noch, soll aber nicht gehen. Warum auch immer, könnte auch diese schwule Heizung sein, ne? Wenn die kaputt ist. Also vorne der Sensor. Ach so. Hat er eine Heizung drin? Dass er abtaut, wenn er. Genau, richtig. Ja. Sonst ist er nach 5 Minuten Schnee Feierabend, was meistens trotzdem der Fall ist. Ja. Schon geil, ne? Das Lenkrad ist geil. Also sonst, der Zustand Innenraum ist gut. Nie verrucht, nie runtergelumpert, nichts zerkratzt hier. So wie hat er einen ganz kleinen Kratzer hier auf dem Carbon. Mhm. Eine ganz kleine Schmache drin. Ja, aber alles. Lass mal gucken, wie sieht denn hier die Kifferklappe aus? Ja. Macht einen soliden, ne? Ja. Was ich jetzt hier auf den ersten Blick so sehe. Nö, schön. Also optisch ein sehr geiles Auto.
stimmt so, Johanne? Das Schönste, 1063 Kupete machen muss ja fertig. Ja? Ja. Weil was sonst? Also, der weiß und so. Hat man schon. Cabrio auch im Weiß. Cabrio auch im Brillantblau von dir? Ja, Brillantblau hat man schon mal, Cabriolet. Das war das Coolste. Da habe ich gedacht, du, ich bin gerade Vater geworden, ich kaufe mir mal so ein C-Klasse C63 Cabrio. Macht das, Sinn. Das war gut auf jeden Fall. Und habe dann irgendwie nach 10 Minuten festgestellt, dass das mit dem Kindersitz mit Isofix, naja, nee. Aber das war der geilste C63 überhaupt mit dem Carbon innen und ja, Farbe und rote wirklich hübsch. Es war wirklich nice, very much nice car. Aber der kommt gleich dann auch hier, würde ich sagen. Der ist sexy, ne? Weil er Fratzenlift ist. Meiner war ja noch kein Fratzenlift. Schon geil, das Ding. Macht schon Spaß. Das Lenkrad ist geil. Was ich echt absurd finde, sind diese riesigen, du weißt schon, UFO-Schaltbücken ja, hier. Stampfhalter. Das muss definitiv ab, das Zeug. Aber da merkst du schon, also wer sich sowas ins Auto klebt, modifiziert ja sonst noch ein bisschen an der Karre rum. Ja, ne? Ja, genau. Ja. Das ist schon ein gutes Zeichen erstmal. Ja, das. Der Hotdog sieht auch gut aus. Das ist, wie das aussieht, wenn du früher auf dem Lokus sitzt, sieht das ähnlich aus. Die Wurst und der Rest. Super appetitlich. Lecker. So, let's go. Klappe offen? Klappe offen. Das sind nur die Knöpfe, die du immer drücken musst. Na, sonst fährt er nie. Aber man kann ja mal generell mal hier. Was ist denn das jetzt hier? Ach, individual. Ui. Was ist denn das hier? Aha. Langweilig. Hast du gesehen? Abgasklappe zu. Oh, langweilig. So. Langweilig. Glätte. Aha. Ah, da kommst du auch an, wenn es glatt ist. Okay, das ist krass. Das gab es im alten noch, glaube ich, noch nicht. Den Fahrmodi, das war mir neu. Wird schon seinen Grund haben, ne? Glätte. Dass sie den eingeführt haben. Jetzt noch weiter? Nee. Individual Komfort, Sport. Das ist halt auch geil, dass du so durchhalten kannst und so. Schon, das ist richtig geil. Oh, Mama ruft an. So, meine Freunde, wir fahren noch eine kleine Runde. Ja, wir müssen mal gucken, dass wir. Geil. Was kurz? MG-Feuer? Alter Verwalter. Das ist so geil. Sexy. Müssen wir auch gleich mal einen Termin bei Mercedes machen. Mhm. Dass die A mal die Rückrufe abklappern. Und B, mal schauen, warum der ACC Matthias nicht will. Ja. Ich vermute mal, das könnte die Heizung sein. Außer das Ding hat einen Steinschlag gefressen. Und, aber da hinter die Scheibe davor, sagt quasi. Ist ja ganz eigentlich. Ist ja eigentlich ganz. Ja. Und, kann eigentlich nicht sein. Nee. Elektronisches Problem. Ja, das vermute ich auch mal, mein Lieber. Aber ansonsten ist es geil. Bum, bum, bum. Sieht geil aus. Ja. Klingt geil. Jetzt sind wir schon wieder da kurz davor, schon wieder den nächsten wilden Scheiß in Zahlung zu nehmen. Mhm. Warum eilt mich sowas eigentlich immer? Ja. Hier, Vento, geil. Was, wo, Vento? Hier, geil. Mit Airbrush, geil. Oh. Oh. Brauchen wir eigentlich ganz dringend. Alter. Ja. 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 Neben den Kadett. Ja. Geil. Los, hin. Rumdrehen, hinfahren, gucken, kaufen. Wie das Ding ist, einfach kaufen. Ich habe schon was anderes. Pass auf, soll ich dir das mal zeigen? Oh, nee. Zeig ich dir mal. 124 Coupé. Ah, hast ich du war jetzt dort. Bist du hingefahren? Ja. Oh, okay. Ist aber noch nie im Netz. Ja. Da muss ich jetzt ran. Ich habe den Kollegen schon geschrieben, ich habe den seine Nummer. Alter. Also, ich will ja nicht auf den Schlamm hauen, ne? Aber hat das Ding OPF? Muss er eigentlich. Ja. Hat der müsste ja schon OPF haben, oder? Eigentlich schon, ja. Aber davon merkst du nichts, ne? Nee. Warte mal, ich will. Noch eben mal kurz, pass auf. Das ist schon krass. Alter! Ich kacke ins Essen. Vor allem vorne raus macht das Ding ja mehr. Kann das sein, dass der vorne raus noch mehr Musik macht als der alte? Ist da nochmal ein Soundmodul, Generator, irgendwas drin? In der Ansaugung irgendwas geändert? Ja, ist schon krass, ne? Also vorne und hinten macht das Ding richtig Radau, ne? Ist gut. Ja, vom Fahren her ist das ein geiles Auto. Das ist so gut. Es ist so krass. Der Höhle, das ist so gut. Das ist so gut. Ja, das ist schon eine pornöse Karre, ne? Also vor allem kannst du ja hier auch wirklich richtig ausrasten mit dem Ding, ne? Das ist halt das Gefährliche an so einem Auto, ne? Ja, das verleitet halt extrem. Das verleitet extrem. Oh, ich kann driften. Ah, ich kann doch nicht. Ja, genau. Ich kann es doch nicht. Das ist halt so ein Auto, wo du dich schnell überschätzt, finde ich. Ja, aber da Römpöpöm machst auf jeder kurzen Geraden. Da geht das wieder los. Wilstrober Straße in der Stadt. Ja, wir wissen, dass du einen lauten Auspuff hast. Aber das ist, da ist der Fahrer gar nicht schuld. Das ist, ich habe das ja schon mal versucht zu erklären und zu erläutern, warum. Da ist der Fahrer nicht schuld, das ist dieses böse Auto. Also irgendwie habe ich letztens, ich weiß nicht mehr, ob mir das einer erzählt hat,
Kann sein, ich erzähle schon wieder völligen Quatsch, aber ist ja auch nicht schlimm, sind wir ja gewohnt. C63-40, hier, das Ding, Ioniq 6. Ah ja, hier der Porsche. Ja, ja, so ein bisschen, ne? Also ja, ein bisschen Porsche-Vibes von hinten, das Heck, definitiv. Ja. Also ich weiß nicht, das Ding ist ja so kurios, ich finde, ich weiß gar nicht, ob man es hässlich nennen kann, aber der ist so kurios, dass es schon wieder wild ist, das Ding. Da hat mir nämlich letztens einer erzählt, oder ich habe es gelesen, dass er wieder kommt. Dass theoretisch munkelt man, ich mach mal aus, da kommt direkt, wenn du C63-14 eingibst, gibt es direkt Verkaufszahlen oben drauf. So, bei mbpassion.de ist der C63 SE Performance aus der Falterbach ein Ladenhüter. So nicht bloß, dass das Ding dass sie den Vierzylinder geklaut haben und ein paar Elektromotoren reingesteckt. Sicherlich ist der von der Fahrperformance wahrscheinlich geiler. Das ist krass, ja, bestimmt. Ja, mag, aber die Emotion ist halt nicht mehr da. Mhm. Da können die mit Soundmodulen und Geräuschkulisse und machen und tun. Ich habe mir da so ein paar Videos angehört, wie das Ding quasi mit geschlossener Klappe da klingt. Also im Handy klingt ja sowieso nie so geil. Hm, ja, stimmt. Aber es klang halt wirklich wie gar keiner zu Hause. Ne? So, so könnte das Modell trotz 680 PS Systemleistung, das ist ja krank, Alter. Ja, ja. In der C-Klasse 680 PS, wir haben hier 510. Staubsauger und den Golfmotor. Ja. Aber, und da sehe ich das Problem, BMW hat ja mit dem M, was wahrscheinlich, man munkelt ja auch, der letzte Verbrenner im M ist, also rein Verbrenner, ohne irgendwas zu placken. Ja. Hat es BMW ja nochmal gemacht, was definitiv die richtige Entscheidung war. Und bei Mercedes hat man gesagt, wir ziehen das jetzt schon mal vor. Mhm. Wir investieren jetzt hier nicht mehr ewig nochmal in den V8 und modeln da nochmal drin rum und sehen zu, dass wir jetzt den nochmal über die Abgashürde bringen mit, was weiß ich, da hätte er dann mindestens, weiß ich nicht, 550 PS haben müssen, damit überhaupt ein Kaufanreiz da ist. Oder eigentlich im Topmodell irgendwie auch Richtung 600 vielleicht sogar. Mhm. Ja. Na, damit das Ganze ein bisschen fetzt. Wobei ich das aber nie ganz nachvollziehen kann, weil in der E-Klasse ist ja quasi am Ende derselbe Motor, würde ich jetzt mal salopp behaupten. Und der hat ja auch da 612 PS. Hätte man doch eigentlich bloß, wirklich, ja, für mich so, von meinem Verständnis, Antriebsstrang rein, Homologation da, abgib ihm. Und das Ding, hättest du das angekündigt, so intern als letzter echter V8. Das hätten die gekauft, wie dumm die Leute. Ja, wahrscheinlich. Das hätten die gekauft, Junge, Mercedes, die hätten in Stuttgart, Junge, die hätten den Stern vom Dach genommen und hätten den goldenen hingestellt. Ja, die hätten sich totgelacht. Und jetzt steht das Ding, also ich glaube auch nicht, dass das einer kauft. Ich habe auch noch nie einen gesehen auf der Straße. Du? Nee. So, also an der Stelle, dann nutze jetzt die seltene Gelegenheit, sich nochmal so einen echten V8 Ballerbooten, Boliden, wahrscheinlich mit, wenn das so weitergeht, mit einem absoluten baldigen Seltenheitswert wahrscheinlich, in dieser wunderschönen Traumkombination Neidpaket mit Brillant Schwarz und Schmiederädern drauf. Eis Coupé als S und letztes Modell sozusagen. Zusichern. Zusichern. Zu kaufen. Und ich glaube, nie ist Mercedes zurückgerudert auf den V8. Das wäre wild. Ja. Das würde mich wirklich wundern. Aber dann, was ist dann kannst die anderen 14 kannst du dann alle in die Presse schmeißen. Kannst du wirklich pressen. Ja, ne? Die kannst dann einfach sagen, hier, weg damit, die verschenkt man jetzt. Weil die braucht keiner mehr. Mhm. Ist schade, aber das hat sich ja Mercedes nicht ausgesucht, das dürfen wir an der Stelle nicht vergessen. Da haben die nicht gesagt, das ist schön, das machen wir jetzt. Die 18er sind sowieso doof, die stinken ja auch so und machen Lärm und sind laut. Sondern das war ja eine gewisse Vorgabe. Aufmerksamkeit. Mhm. Ich habe so viel gelabert, das Video ist bestimmt eine Stunde lang. Ich hoffe, das freut euch. Aber ich denke, es war jetzt nie gänzlich sinnlos. Da geht's. Also ich fand's so, geht so geil. Ich fand's gut. Ich fand's auch gut. Ich fand, es hat einen schönen Mehrwert gehabt. Ein paar Tipps am Rande. Dummes Gelaber zwischendurch. Genau. Was zum Lachen, was zum Heulen. Alles dabei. Abonnieren nicht vergessen, Freunde. Abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss. Aber guck, können wir mal kurz über unsere Fokusse reden? Unsere Fokussis? Im Fokus? Die Fokus. Bist du im Fokus, mein Lieber? Hast du den Fokus? Der ist im Fokus weg. Ja, und schreiben wir dort die Weiber am Strand. Die Schwarzen. Oh, nein. So. Komm, ich muss einfach nehmen. Es tut mir leid. Es war ein Witz, ja? Freunde, wir sind hier ein bisschen auch, ist manchmal ein bisschen Comedy bei uns, manchmal, ja. Der hat auch ACC, aber scheint aber nicht zu gehen. Sieht man schon ganz einfach am Stern, dass er quasi nicht hohl ist, ja, wie meine Birne. Oh Gott. Sag's nie, Speedbrake. Ja. Du, was sie bei McLaren machen und ja, so, bei Pagani. Der geht auf. Mercedes auch. Automatisch, ja. Der ist der Winker. Ich will rechts abbiegen. Mach der mal so. Leck mich doch am Arsch. Vorne ist geil, hinten ist auch geil. Hinten, ja. Von vorne ist geil, hinten noch geiler. Oder andersrum, ist Geschmackssache, ne?